So, hallo, wir machen weiter. Bei Infernum, letztes Mal haben wir die neuesten Veränderungen gezeigt und jetzt starten wir mit Sariel zusammen in das Level Noli me Tangere. Du sollst mich nicht berühren. Noli me Tangere übrigens. Tangere, okay. Der Anfang hier ist großartig, den versteht kein Mensch davon. Okay. Also ich meine, dass da drüben ist der Conan Midway Point und der Conan Orb, das sollte ich komplett ignorieren. Ja, richtig. Hattest du nicht irgendwann eigentlich mal gesagt, Nein, habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ja, du hast schon mal in einem Part erwähnt, dass ich angeblich behauptet hätte, dass ich in der Special World die ganzen Conan-Sachen rausgenommen habe. Stimmt, ja, habe ich dir schon mal gesagt. Oh, okay. Ja, hast du. Ich glaube, in dem Sternenlevel, also Power-Up-Level, was du am 2.1. Ich hätte jetzt gedacht, ich soll mit dem da drauf, aber das bringt ja. Wait, ich soll die Plattform noch nicht auslösen, oder wie? Ich soll die erst später auslösen. Da soll ich dann wahrscheinlich die Shell schmeißen. Ja, noch ein bisschen viel später auslösen, wahrscheinlich. Okay. Ach so, ich bin gerade so auf, hey, ich darf keine Münzen mehr sammeln, ist ja Schwachsinn. Ich kann ja hier alles sammeln, was ich will. Nee, du darfst nur den Boden nicht berühren. Also du darfst ihn berühren, aber eben noch nicht. Ah, berühre mich nicht, ist auf die Plattform bezogen. Jo, wie soll ich denn jetzt aber hier verhindern? Oh. Ich soll hier Anlauf nehmen. Ja, ich glaube, du hast den Anfang schon dezent verkackt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, weil ich gedanklich wirklich in diesem Modus war von wegen, hey, ich darf überhaupt nicht, was ja Schwachsinn ist. Einfach überhaupt nichts berühren. Münzen darf ich ja wieder berühren, wir sind ja nicht im ersten Level. Okay, dann schmeißt ihn da rüber und dann geht's hier irgendwie weiter und dann gucken wir mal, was passiert. Ah, interessantes Gimmick auf jeden Fall. Die zweite Hälfte ist besser als die erste. Okay. Muss das besser timen. Ja, so ist gut. Geht das hier weiter? Uiuiui. Ja, da kommt ein bisschen was. Mann, wieso rennt er denn jetzt nicht? Jetzt rennt er. Okay, na, ich muss es anders timen. Ich time es einfach richtig schlecht. Jetzt ist er weg. Ach, du willst mich doch veralbern. Ja, wir werden ein paar Mal den Anfang hier sehen. Vermute ich auch. Jetzt passt's. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Zum Glück sind da ja Coins. Zum Glück wird es überhaupt nicht stressig, hier zu safe staten. Bitte? Ja, zum Glück wird es überhaupt nicht stressig, hier zu safe staten. Naja, jetzt erstmal am Anfang werde ich jetzt nicht meine neuen States setzen und erstmal gucken, was ich machen muss. Weil das habe ich noch nicht eruiert, also werde ich noch keinen State setzen. Zwar, da ich sonst nicht weiß, ob er passt oder ob er nicht passt. Ich meine, theoretisch könnte ich ihn setzen an dem Moment, wo ich von der Shell abspringe. Also an sich sollte das so passen, wie du es machst. Aber dafür muss ich jetzt erstmal den Moment erwischen. Ah ja. Dann hier Dings und dann hier normal und dann geht's weiter irgendwie. Also da kann ich nicht das Berühren verhindern. Das Berühren ist hier das letzte Mal. Ah, verstehe. Genau, die erste Hälfte ist quasi nur zögere das Berühren hinaus. Ja. Ja, dann kann ich trotzdem einen guten Safe-State setzen.
Warum hier eigentlich nur... Ist der andere langsamer? Warum da ein Spin-Jump, habe ich nicht verstanden. Es ist im Prinzip egal, welche Sprünge du machst. Zumindest bei den beiden Blöcken. Ich merke schon, hier jetzt nicht mehr klar, weil ich da drauf landen muss. Aber ansonsten ist es egal gewesen, ja. Okay. No! Okay, da muss ich selber ein bisschen bremsen. Okay. Ist doch cool eigentlich von der Art her. Ja, es ist halt ohne Safe States ein bisschen schwieriger. Ja, ohne Safe States ist alles hier anders. Also ohne Safe States könnte ich das alles nicht spielen. Natürlich kann ich immer nur von Safe States ausgehen. Also, wenn ich sage, ich find's cool. Ach so, ich muss da einen Sprung extra machen. Damit du keine Geschwindigkeit verlierst. Der war vielleicht nicht so gut. Ja, der war jetzt ein bisschen ungünstig. Ach, geht doch alles noch. Eieiei. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, da muss ich ein bisschen manövrieren, kann das sein? Nee, eigentlich sollst du nur voll durch. Aber. Ja, dann habe ich es wahrscheinlich schon irgendwie versaut. Ja, vielleicht mögen die Fledermäuse den Fakt nicht, dass du Safe State hast. Das kann gut sein. Kannst du mal versuchen, mit einem Normal Jump darüber zu kommen und dabei irgendwie manövrieren? Ich glaube, ich bin einfach schon ein bisschen zu langsam. Fühlt sich ja, du hast P-Speed. So viel kannst du gar nicht zu langsam sein. Okay. Hat sich irgendwie so angefühlt. Interessant auch, dass der gar nicht mehr runterfährt. Ich dachte jetzt, der fährt runter, aber tut er gar nicht. Irgendwo hat das alles ein Ende. Oder du kannst doch stehen bleiben und versuchen, irgendwie mit Scrolling Sachen zu machen. Ja, wir kriegen das hin. Notfalls. Das ist nicht der geplante Weg, aber... Notfalls setze ich halt nochmal zurück. Das war jetzt ja nicht so schwierig, hier hinzukommen. Bevor ich mich hier die ganze Zeit vertue. Aber es scheint... Ah! Oh! Wir kriegen es hin. Es wird Stück für Stück besser. Ich muss nur tatsächlich immer so ein bisschen hin und her wurschteln. Aber vielleicht springe ich auch einfach zu hoch an der Stelle. Kann auch sein. Vielleicht darf ich nicht an die Decke stoßen. Das ist tatsächlich etwas, was ich empfehlen würde. Vermeiden, die Decke zu... Ah, jawohl. Perfekt. Nee, ich hätte ihn schon gerne mitgenommen noch. Ich glaube, nach der Röhre wird eh gesaved. Ah, okay. Gut. So. Ach so. Darf ich wieder nicht berühren jetzt erstmal das Ding. Jetzt kommt der Teil, wo du gesagt hast, der ist schöner. Ja, der ist etwas interessanter und halt auch besser ohne Saves möglich. Das war ein Fisch. Aber dem bin ich ausgewichen. Oh.
Okay, vielleicht sollte ich gleich los. Wobei, dann ist der Dings weg, ne? Ja, das ist schlecht. Also warte ich doch eine Runde. Darf nur nicht... Soll Yoshi den... Yoshi darf den wahrscheinlich gerade nicht essen. Das ergäbe Sinn, dass Yoshi den nicht essen darf. Schaffen wir es irgendwie? Oh. Nee. Direkt danach? Nee. Nee, schlecht. Du hast hier ein sehr ungünstiges Timing ausgesucht. Ja, ja. Nee, ich starte das nochmal neu. Jetzt war nix. Etwa gar nichts. Ah, jetzt ist aber der Dings wieder weg. Jetzt. So, ist überhaupt nicht hoch genug. Ach, weil der gerade untergeht, der Nubbel. Ja, okay, dann warten wir halt, bis du hochkommst und dann. Jetzt passt's. Es sieht zumindest besser aus. Ja. Deutlich besser. Jawohl. Jetzt muss ich nur noch landen. Die Landung gestaltet sich noch etwas holprig. Na, also. Na bitte. So, hoch mit dir. Oh, Yoshi! Was ist das? Dann holt sich Yoshi den Kollegen und den und schießt keine Ahnung wann wohin. Okay, Dinge sind passiert. Also Yoshi holt sich den Kollegen. Ach, da soll Yoshi... Wait, Der halt mich mal ein bisschen zurück, das findest du schon selber. Der Bassi muss da oben entlang laufen. Ich muss mit Yoshi darüber. Ich muss die Shell essen. Den Bassi nicht. Und dann soll ich den. Okay, ich soll jetzt die Fledermaus nutzen. Jetzt soll ich die Fledermaus nutzen, dann muss der da hoch. Der muss da weg, okay. Gut, und jetzt... Nein! Dann kann ich den nutzen, damit die Plattform noch nicht ausgelöst wird. Okay. Okay. Ah, da darf ich auch nicht berühren. Wait. Ist irgendwie anders gedacht, dass ich das mache. So, ah, ich muss die Shell wiederholen. Nee, nicht wirklich. Oh. Schade. Aber so ist auch doof. Du warst schon ganz nah an der Lösung dran. Oh, der Typ muss anders darüber fliegen. Achso, deswegen einfach ein bisschen später berühren, dann klappt das auch. Ist da auch die Münze. Ja, mit ganz viel Timing und Empathie geht das auch. Jetzt ist die Fledermaus dafür da, dass ich Zeit gewinne. Richtig. Okay, verstanden. Wenn du nicht einmal gewartet hättest da oben, dann wäre es ganz sicher auch wesentlich besser möglich. Ah, es geht aber aus der Position. Na, ich sag dir nur, also First Cycle ist hier definitiv einfacher. Okay. Oh. Okay, das war wahrscheinlich jetzt schlecht.
bei. Nee, das passt. So, 1, 2, irgendwas. Holy moly, jetzt kommt ganz viel Zeug. Es hat schon seinen Grund, warum das Level in der Special World gelandet ist. Stehe noch nicht ganz. Ach so, ich Trottel, ich soll auf den drauf springen. Grün bedeutet immer so viel. Ah, das hätte ich. Nee, hätte ich den hätte ich runterfallen lassen müssen. Dann hier. So, dann hier durch. Auch schön, wie du das getimed hast. Normalerweise sollten die Fische auf dich zurasen, aber irgendwie tun sie es nicht. Okay. What the heck? Also irgendwie muss jetzt aber der Kollege da... Der darf nicht sterben, glaube ich. Wobei, hä, doch. Aber irgendwie muss ich diese Dings-Shell auslösen. Ja, die muss aufwachen. Die braucht halt eine Weile. Der Bassi Beetle ist fast so müde wie ich, weil ich ach so, der lebt, der ist ja, der ist verstanden. Den habe ich einfach rumgedreht, dann passte schon alles. Muss jetzt einfach nur hier aushalten eine Weile. Kann ich dich einfach killen? Ronnen? Ja. Machst du mal deine Augen auf? Ja, das ist eine Fledermaus. Nee, du gehst mal ein Stück nach rechts. Jetzt das überlegen wir nochmal, ob wir die killen können. Wie, die Fische? Ja, die Fische. Was hat es jetzt mit dem hier rechts zu tun? Also stell dich mal ganz rechts hin und dann mach einen Spin-Jump. Ist so vielleicht etwas einfacher, als wenn man direkt über unter ach so, der du meintest, ich kann sie auf jeden Fall killen. Und ich habe jetzt gedacht, irgendwas soll mir zeigen, dass ich sie nicht killen darf. Nee, nee, das war schon so gemeint, dass du es tun kannst. Okay. Wenn du halt nur an der richtigen Position stehen würdest. Ja. Das wird so nicht funktionieren. Ja, nee, du hast ja alle Zahlenindikatoren hier grandios missachtet. Ich weiß, ich wollte es mal ausprobieren. Ob das möglich ist. Weil wenn, dann darfst du es umbauen. Hatte schon mal nö, jemand mach ich nicht. Hatte schon mal jemand probiert? Nö. Okay. Mir scheint der Einzige, aber, der den Sprung vielleicht schaffen könnte, wäre HF, aber der hat ja ohne Saves gespielt. Ich glaube, das geht. Wenn man das ganz mit den Inputs richtig vernünftig macht, es müsste funktionieren. Weiß es nicht. Ja, aber das macht ja kein Mensch, der nicht Save statet. Das ist wohl wahr. Also. Bis dann hast du das Level 10-mal neu gespielt. Ja, okay, ich lasse es. Zurück. So. Also eins haben wir gemacht. Zwei. Jetzt ist... Ach so, verstanden. Zwei. Drei. Oh, ah! Nee. Doch. Die Stelle sieht kompliziert aus, aber ist es eigentlich nicht. Nee, ich hab's verstanden, denke ich. Ja. Jetzt schiebt er sich dahin zurück. Richtig. Ja, okay, so ist es ein bisschen leichter. Naja, wenn man jetzt noch das Ende schaffen würde. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Als ob du einfach so ins Orb rennen dürftest. Ich darf da gar nicht rein. Eins. Okay, hier darf ich auch. Ja, da ist Ende. Muss ich die Shell mitnehmen?
Wäre halt möglich. Nee, aber musst du nicht. Weiß auch gar nicht, was die Nichelle hier bringen soll. Ach so, nee, der andere muss runterfallen. Ah. Ich bin blöd. Der muss runterfahren. Ja, hat nur leider nicht so gut funktioniert. Okay. Ja, jetzt nochmal besser timen, dann klappt das auch alles. Oh. Ja, ne, das ist schon ziemlich präzise hier. Aber wie kann ich das... Wie kann ich denn... Ich gehe ja in die Röhre rein. Also ich gehe ja neu in die Röhre rein. Wie kann ich das denn anders machen? Kann er hier nichts mehr beeinflussen? Sag nur Augen auf, Conan. Ich meine, ich kann es vorher starten. Ach so, dann laufe ich nicht weiter. Je mehr du in diesem Raum läufst, desto weniger läufst du im nächsten. Ja, I see, I see. Okay. Ja, das war eng, aber Glückwunsch, hat geklappt. Okay. Jetzt kommt der Herbst, also beziehungsweise jetzt nicht, aber der antike Herbst kommt nächstes Mal. Richtig. Sehr schön. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss.